Ja, die Einsatzkräfte hatten eben halt vorgefunden, dass das Schiff in der Tat wohl Schlagseite hatte. Wir konnten zu Anfang noch an Bord gehen und erste Erkundungsmaßnahmen durchführen. Es kam dann aber doch relativ schnell zu einer weiteren Kränkung, sodass eben halt auch die äußeren Planken eben halt beschädigt wurden und die Kränkung dann doch sehr stark wurde, sodass wir das Schiff dann doch verlassen mussten, um unsere Einsatzkräfte zu schützen. Ja, das THW wurde eben halt auch mit alarmiert, weil die eben halt auch große Pumpen hatten, weil wir ja erst noch gehofft haben, dass wir da noch was machen können mit starken Pumpen. Mit alles, was wir an Pumpen haben im Stadtgebiet, haben wir versucht, eben halt schnell hier zur Einsatzstelle zu bringen. Gut, hat alles nichts geholfen und als das Schiff dann nun eben auf dem Hafenbeckengrund eben halt abgesenkt war, haben sich natürlich dann die Seilverhältnisse, wo das mit vertäut war, das Schiff eben halt verändert, sodass da starke Spannung drauf war. Die haben wir dann aus sicherer Entfernung nochmal vom THW trennen lassen, damit eben halt da auch keine Gefahr mehr von ausgehen kann. Ja, die weiträumige Absperrung ist natürlich auch deswegen da, weil ja, das Schiff hat immer noch eine Schräglage und wir wissen natürlich am Ende nicht, was sich noch setzt, was sich noch vielleicht langsam bewegt, wie auch immer. Also die Absperrung wird sicherlich noch weiterhin fortgeführt, das aber die Polizei dann letztendlich durchführen wird. Wir haben jetzt noch übers THW veranlasst, dass eben noch eine Ölsperre gelegt wird hinters Schiff, damit sollte irgendwas noch austreten. Das Schiff hat zwar keinen Motor und kein Öl in dem Sinne an Bord, dann wollen wir es eben halt auf diesem Hafenbereich begrenzen, nicht, dass das dann weiter in den alten neuen Hafen eben halt sich irgendwie ausbreitet, sollte irgendwas noch austreten.